Ihr seid wieder willkommen. Ich habe mich bedankt. Das gehört sich so. Nicht nur bei denen, die mitmachen, sondern auch bei meinen Kunden. Ich bedanke mich noch einmal total recht herzlich für alle Kunden, auch soeben schon, die halt durch Zufall diese Clips sehen, die dann reinkommen oder mich dann AWA Movie nennen oder den Medienkanzler. Ich habe ja, ich weiß ja schon etwas länger. So, jetzt bin ich nicht nur der Captain Rex, sondern AWA Solo. Und denke mir gerade eine tolle Sendung aus. Und ja, Lucy und Marco sind ja schon da. Marco hat sich angeboten, ein bisschen mehr zu machen, also die Kulissen und so. Habe ich gesagt, ist okay, kriegen wir hin. Weil es ist kein Muss. Es gibt hier auch kein Muss. Es gibt auch kein Wir müssen. Wir machen. Wir machen einfach. Wir machen einfach eine Sendung über Star Wars. So. Natürlich, wie jetzt Marvel gewonnen hat, am Ende April, ich dann los, Saturn, Mediamarkt und natürlich viele im Schlepptau. Hey, hier. Und dann haben wir vieles festgestellt, vor allen Dingen mal wieder, mag ich gar nicht. Hä? Du magst Marvel nicht? Nur. Star Wars ist okay. Du magst ja Star Wars, ja, ist okay. Oder andere, warum gibt's kein Darth Maul mehr? Wie ja früher, 70er Jahre, 80er Jahre, immer nur Darth Vader. Ja, Darth Vader wäre. Kostüm Darth Vader. Darth Vader halt. Punkt. So, heute ist eine riesen Vielfalt und es könnte sein, dass jetzt so eine Hand-Solo-Gesellschaft entsteht. So, ich habe mich gestern zurückgelehnt. Ich war stolz wie Oscar. Ich habe alles eingestellt. Ich hätte extra einen 3D-speziellen, gibt es ja heute günstig Geld, Rekorder. Nein, den habe ich. Nein. Abspielgerät. Ein 3D-spezielles Abspielgerät und dann DLP Beamer über 3 Meter Diagonale, dann die DLP 144 Hertz Brillen dazu und dann hingesetzt und geguckt. Da 4.500 Ansi-Lumen ist es natürlich richtig schön hell. Der Beamer ist auch schön hell, dann musste ich da ein bisschen verdunkeln, weil der schlug dann ins Glas hinein. Dann noch Dolby. Zuerst im Original 7.1. Dann habe ich mir gedacht, gut, schalt wieder um auf Deutsch. Deutsch ist DTS 5.1. Etwas anders. Auch die Lautsprecher waren dann in dem Moment anders. Naja, ist halt so. An alle, die Hightech haben, 9.1, eigenes, richtiges, klimatisiertes Kino für 10 Leute unter uns. Auch die Atmos-Fans. Star Wars hat sowas alles gar nicht, ja. Unter 4K gibt es kein 3D. Ich bin ein 3D-Fan, da bleibe ich auch. Seit 1966 mag ich 3D und ja, ich muss halt auch damit leben. Morgen, Grüße. Morgen.